Liebe macht blind. Das könnte in diesem Fall wirklich zutreffen, denn vor dem Landgericht Ingolstadt muss sich heute eine moldawische Prostituierte verantworten, die ihrem Freier über die Jahre 300.000 Euro abgezockt haben soll. Der Freier hatte sich in sie verliebt und das hat die Dame dann scheinbar schamlos ausgenutzt. Und Jörg Völkerling, der ist für uns in Ingolstadt. Jörg, der Prozess heute, der war sehr kurz. Warum das? Weil es schon mal einen Durchlauf gegeben hat. Im vergangenen Dezember verurteilte das Schöffengericht Ingolstadt die Dame wegen besonders schweren Betrugs zu 3 Jahren und 3 Monaten Haft. Das war dem Staatsanwalt aber zu wenig und der Angeklagten zu viel. Deswegen kam es heute zur Neuauflage. Es hätte 2 Tage lang verhandelt werden sollen. Auch das Opfer, ein 51-jähriger Computerfachmann aus der Region Ingolstadt, sollte gehört werden. Aber vor der Verhandlung entschloss sich die moldawische Prostituierte, ihr Verteidigungsverhalten zu ändern. Sie wolle jetzt Hintermänner nennen. Sie wolle ihre Schuld eingestehen. Und daraufhin hat der Vorsitzende Richter Konrad Kliegel ihr letztlich, nachdem sie gestanden hat, einen Strafrabatt von 3 Monaten gewährt. Er hat dabei neben dem Geständnis natürlich auch die besondere Blauäugigkeit des Opfers mit in seinem Urteil erwähnt. Ja, 300.000 Euro, du hast gerade gesagt, Blauäugigkeit. Wie funktioniert das? Der Geschädigte lernte die moldawische Prostituierte, die hier in Ingolstadt unter dem Namen Alicia im Club Venus anschaffte, im Februar 2017 kennen und führte wohl nach seinem Dafürhalten eine 10-monatige Liebesbeziehung mit ihr. Dieser Club wirbt über der Bar mit dem Spruch Venusfalle für sich und es wurde wohl tatsächlich zur Venusfalle für den Mann, der ihr in den 10 Monaten 200.000 Euro für ihre Liebesdienste mitgab. Letztlich versprach sie ihm dann eine Rendite von 7% beziehungsweise 21.000 Euro im Jahr, wenn er nachts mit ihr auf den Parkplatz des Saturnstadions in Ingolstadt fährt und einem Russen dort dieses Geld übergibt. 300.000, das gab er dem Mann ohne Quittung und danach war er weg und 2 Tage später war auch die Frau weg. Und das Geld ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Ich habe ihn danach gefragt, den Geschädigten, ob er was von diesem Geld wiedergesehen hat. Er hat nur den Kopf geschüttelt und ist weggelaufen. Und wie geht es jetzt mit der Täterin weiter? Die Frau ist nicht ungebildet. Sie hat in Moldawien sogar studiert. Sie war dort Zollbeamtin und sie hat heute ganz bitterlich während der ganzen Beweisaufnahme geweint. Sie fürchtet vielleicht auch, dass in Moldawien bekannt wird, womit sie in Deutschland ihr Geld verdient hat. Sie sitzt jetzt schon seit einem Jahr in U-Haft in der Frauenabteilung der JVA Stadelheim. Sie hat in Moldawien eine 16-jährige Tochter. Im Knast hat sie niemand, mit dem sie reden kann, niemand, der sie versteht. Auch das hat der Richter ihr natürlich zugute gehalten als Erschwerungsgründe für sie und ihr in Aussicht gestellt, dass sie nach der Hälfte der Haftstrafe wieder in ihr Heimatland abgeschoben werden könnte. Dankeschön, Jörg Völkerling aus Ingolstadt.